Hallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Nature. So, wir haben den Gasblasen gestern noch gelernt. Wir können jetzt dann den Stahl lernen. Hier gibt es die Muschelkette. Ah, 15 Rüstung oder Hitzeschutz? Das ist eine gute Frage. Warte mal, mit der Rüstung hier hätten wir 15 bis 30 Grad. 15 bis 37 Grad. Also ich kann entweder hier 15 Rüstung dazuhauen oder hier Hitzeschutz. Machen wir mal die Perlen. Oh, 20 Perlen habe ich noch. Also gut, im Moment könnte ich die Muschelkette machen. Ich glaube, die machen wir mal. Sammeln wir mal die Kohle ein. Schmeiß neue an. Danke. Oh. Ich habe keine 15 Muscheln, ich habe es 11. Ja. Okay, gut, dann können wir hier nichts machen. Dann schauen wir mal weiter. Was ist denn da im Alchemietisch neu? Perlmutt. 5 Perlen zerstampft. Okay. Schwefelschmelz habe ich vorhin angestrengt, ja. Können wir da noch mehr machen? Holz, Ember, ja. Komm her. Damit haben wir mal das Schwefel zerkleinert. Was ich unbedingt schauen wollte, dieses Ektoplasma. Autsch. Okay, Asche brauchen wir dafür. Was brauchen wir für die Asche? Knochen gehen auch, cool. Ich habe noch 7 Asche. Milch. Ich habe in der letzten Stunde so ein bisschen hier Feuerung gemacht und anbaut und so Scherze. 7. Okay, dann mach das mal. Einfach aus dem Grund, dass ich ein paar mehr Rohstoffe habe von denen. Und das ist ja nur ein Hin- und Her-Rennen. Nehmen wir mal die Knochen. Sehr gut. Was bräuchte man noch für einen Teleporter? Alles andere hätten wir ohne Probleme. Okay. Dann gehen wir mal die Pilze zurück. Ich habe die nicht auch ein paar Mal anbaut. Da gehen wir die Milch wieder rein. Ja, man sieht, ich habe mich ein bisschen um die Tiere gekümmert. Da müsste fertig sein, sehr gut. Das war jetzt diesmal ohne Dünger. Denen geht's gut, ja, da müssten wir wieder einsammeln. Vielleicht geht's auch blendend, nee, so hat's. Habe halt ein bisschen quasi vorbereitet. 55 Dünger. Kommen wir mal mit. Versuche ich jetzt gerade mehr Salpeter herzustellen. Aber meistens geht mir die Kacke aus, so wie jetzt auch wieder. Yep. So, Weed kommt da hoch.
Und das Wasser kommt da rein. Das Wasser. So, hier haben wir auch nichts was Neues. Aber wir haben hier ja noch was, nicht die Muschelfarm. Ah, brauchen wir auch 15 Muscheln, okay. So, ich habe die Kisten hier ein bisschen anders hingestellt. Das müsste zum Beispiel noch eine leere sein. Der Geist steht am Fenster. Oh Mann. Geist, du kannst ruhig auch reingehen. Er arbeitet lieber durchs Fenster. So, und ich wollte schauen, solange es noch dunkel ist, könnten wir ja eigentlich noch ein bisschen bauen wenigstens. Wir haben ein paar Steine organisiert. Mist, die Nägel werden mal ausgehen. Liebster Geist, wärst du so nett, mir mal eben schnell nur ein paar Nägel herzustellen? Danke. So, weil ich wollte ja hier noch, also eine Reihe dazu. So wollte ich das machen. Und da fehlt mir jetzt nichts, ich bin nur im Weg. So, das sollte quasi das Lager werden. Und dann wollte ich was ausprobieren. Sehr gut. Ja, die Zäune müssen wir auch endlich mal fertig bauen. Die Nägel sind fertig, sehr schön. Bewegen. Brunnen. 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 Dann würde ich gerne gehen. So, das Aufbewahrungslager. Ah. Post, warte mal. Ja gut, jetzt haben wir schon so gemacht. Hätte gereicht, wenn ich den zweiten nach vorne setze. So. Und dann hätten wir hier ein bisschen mehr aufgeräumt. Bauen wir schnell mal die Brunnen um. Ja, das kann mein Geist eigentlich auch machen. Kann ich, wenn ich will, hier noch mehr Felder machen? Oder eben nicht? Hm, das macht mein Geist so. Kann ich jetzt noch mehr bauen? Kann ich. So, hier wäre quasi, warte mal. Oh, für die Wand fehlt ein Holz. Moment, immerhin. Warte mal. Also eine Holzwand. Wenn ich die jetzt hierher setze und dann hier eine Mauer und hier eine Mauer, hätten wir keine Nägel. Gut, die holen wir uns. Also Bild, Holzwand bauen. Mauer. So. Dann hätten wir hier quasi
wieder Platz für mehr. Oh, komme hier jetzt gar nicht mehr raus. Okay, jetzt muss ich was fertig bauen. Ja, ein Blödsinn aber. Holzwand. Nee, Holzwand. Holz fehlt, okay. Also eine Holzwand. Einmal hierhin. Einmal hierhin. Hier kommt eine Türe hin. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, damit hätten wir dann einmal die Küche quasi fertig. Wir müssen den Lagerraum dann noch fertig machen. So, die können wir mal da herstellen. Da ist alles im Bau, da auch. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Könnte noch einen Holzboden bauen. Nämlich zum Beispiel hier. Dann ist aus, weil ich zu wenig Steine im Inventar habe. Okay. Na ja, wir hätten aber noch Steine, dann machen wir das doch. Okay. Also Bild, Holzboden bauen. Da geht's gerade nicht. Da geht's auch gerade nirgends. Gut. Machen wir mal die Truhe hier weg. Bau mir einen Boden hier und hier. Ist. Okay. Also gut. Button Beat. Warte mal. Mach das mal fertig. Gut, damit ist das mal fertig. So, jetzt würde ich gerne mal Holz und Steine erklingen. Wir haben jetzt gerade eh kein Holz mehr, nichts mehr. Gut. Ich suche das hier. Oh, nur noch 22, das ist nicht mehr viel. So, Bild. Bambuskorb.
Jetzt wollen wir hier einen bauen. So. Einen Bambuskorb. Oh, keine Seile mehr. Mist. Egal. Ja gut, das kriegen wir aber dann auch alles noch hin. Müssen wir halt wieder Leinen anpflanzen. So. Mach vielleicht noch was? Warte, schauen wir mal kurz. Nein. Ja, da haben wir nicht viel, okay. Wir könnten natürlich mit Salpeter arbeiten. Dann kann man später dann Seile draus machen. Rein da, rein da. Leinen da rein. So. Dach fehlt mir natürlich auch noch, aber das ist jetzt wurscht. So, da könnten wir dann theoretisch zum Beispiel Werktisch einstellen oder auch die Sägemühle. Genau, damit hätten wir die zwei. Die Schwefelschmelze selber geht, glaube ich, eh nicht. Muss draußen sein, so, da haben wir noch Zeug, das eigentlich zum neuen Gebiet gehört. Das gehen wir jetzt da unten dazu. Weil wir wissen noch nicht, was das alles da wird. Keine Ahnung. So, die Kette können wir uns nicht bauen. Wir gehen also so wieder hin. Können wir nicht, warte mal. Also 31 Grad hat es vorhin in der Nacht gehabt, ja. Das hier hat zum Beispiel Hitzeschutz 2. Rüstung 10. Du wirst bis 32 Grad gehen. Probieren wir es mal. Vielleicht können wir eine Mischung draus machen. Wo wir nicht extrem viel Rüstung verlieren. Ich meine, gut, 10 Rüstung ist auch schon viel. Bei 33 Grad. Okay, also. Nehmen wir das da. Hätten wir hier 33 Rüstung und hier 27 Rüstung. Hier geht's bis 34, hier geht's bis 33 Grad. Okay.
Oh Mist, ich habe die Peile vergessen. Ohne Peile komme ich nicht weit. Heißt. Danke. Ich habe doch gewusst, ich habe irgendwas vergessen. Was brauche ich dazu und was noch? Esther. Ein paar Dartpfeiler. So. So, nein, du gehst darüber, danke. Ich habe bisher nur das kupferne Kupferkampfschild, ja? Rüstung plus 15. Damit würde ich auch mehr Schaden machen. Drei Eisenbahn, fünf Nägel, das müsste ich alles haben, oder? Hammer. Nägel, Eisenbahn. Noch, ja, Holz. Das reicht. So ein eisernes Kampfschild, jetzt ist die Frage. Bringt 25 Rüstung. So, ja, die Pfeiler. Lassen wir mal die Pfeile machen und dann machen wir ein eisernes Schild. Erst wollen hoch. Was brauchen wir eigentlich für ein Bett? Bett. Ich hatte doch irgendwo schon ein Bett. Kerzenleuchter. Ah. Müsste doch auch alles gehen. Heißt, könntest du mal eben Holz machen? Danke. Ach, das kann ich noch gar nicht. Eine Truhe Level 3, cool. Eisenzäune, auch die Flasche. Also wenn, dann brauche ich das hier. Normalen Pelz. Ja, das kriegen wir trotzdem hin. An der Stelle sage ich mal Tschüss, Baba. Bis morgen.